Hallo, herzlich willkommen zu Peppermint Gaming am heutigen Montagabend. Live und in Farbe aus dem Peppermint Gaming, beziehungsweise aus dem Peppermint Hauptquartier, nicht nur das Peppermint Gaming Hauptquartier. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid alle gesund und es bleibt auch so. Ja? Ja, ihr habt hoffentlich alle zugehört und ihr habt es hoffentlich alle verstanden. Möglichst zu Hause bleiben, Hände waschen, Abstand halten und so weiter. Denkt nicht nur an euch, denn ich vermute, dass der Großteil unserer Zuschauer sehr jung sind oder eher jünger sind und für sich vielleicht deshalb nicht ganz so gefährdet sieht, aber denkt an eure Mitmenschen und passt auf. So viel dazu. Wir spielen heute das erste große, also für mich das erste wirklich richtig große Spiel in diesem Jahr, nämlich Doom Eternal. So. Und es ist, ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe ein Stück schon gespielt die letzten Tage und es ist unfassbar gut. Und ja, wir machen jetzt ein paar kurze organisatorische Dinge und dann kommen wir zum Spiel. Denn ich bin, wie ihr seht, heute alleine, logischerweise, ja, weil Abstand und so. Dementsprechend müsst ihr leider heute nur mit mir vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und dementsprechend hoffe ich, dass ihr damit zurechtkommt, dass ich nicht unbedingt immer auf den Chat achte und so weiter, weil ich parallel auch noch spielen muss. So, zum Spiel sage ich gleich ein paar wichtige Infos für euch und zu unserem Setup, was wir heute haben, sage ich auch noch ein paar wichtige Infos. Aber zuerst kommen wir zu den organisatorischen Sachen, Gewinnspiele. So, nachdem die Nora brav zu Hause ist, hat sie natürlich nicht wirklich was vorbereiten können. Sie hat mir aber eine Liste geschickt mit allem, was ihr gewinnen könnt am heutigen Tage und auch in der kommenden Woche. Beziehungsweise in dieser Woche in unseren ganzen Shows, die wir sonst noch so haben. Nämlich gibt es zu gewinnen noch von letzter Woche das Wochengewinnspiel. Das ist ultra, ultra fett. Ja. Das ist das hier. Ja. Das, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. Aber es ist eine Sword Art Online 2 Volume 1 Limited Edition mit Sammelschuber DVD. Ja. Die gibt es schon eigentlich seit langer Zeit nicht mehr, ist ganz heiß begehrt und ja, könnt ihr hier eine noch abgreifen, die ist wahrscheinlich gefühlt mittlerweile Milliarden wert. Ich weiß es nicht. Das ist das Wochengewinnspiel, läuft glaube ich irgendwann später ab. Dann haben wir, so jetzt muss ich auf meine schlaue Liste schauen. Heute könnt ihr im Peppermint Gaming gewinnen. Ich habe es leider jetzt nicht da, weil ich die Info von der Nora leider gerade erst bekommen habe und dementsprechend nicht runterrennen konnte, um noch eins zu holen. Aber ihr könnt heute im Gaming ein KoroQuest Poster gewinnen. Die sind ziemlich cool. Und KoroQuest ist eine ziemlich coole, ziemlich witzige Miniserie. Die könnt ihr gewinnen, beziehungsweise das Poster könnt ihr gewinnen. Dann haben wir After the Rain, vermute ich soll das heißen. Das könnt ihr am Mittwoch beim Costcraft gewinnen, bei der guten Nani. Und da auch einfach mitmachen. Am Donnerstag bei der Anime Jukebox könnt ihr gewinnen. Ich habe tatsächlich hier gerade nur eins liegen von beiden, aber gut. Es sind auf jeden Fall Band 1 und Band 2 von, ich mache mal kurz ein Setup, Ari Fuerta. Ja, vielen Dank an Ultraverse, die uns das zum Verlosen zur Verfügung gestellt haben. Toller Manga, wenn ihr letzte Woche das Mangarama noch nicht gesehen habt, guckt es euch an, ihr könnt es euch ja noch im Nachhinein jetzt anschauen. Da haben die Mädels unter anderem auch Ari Fuerta besprochen, ich glaube es war die Miri, meine ich, die sich mit dem Manga auseinandergesetzt hat. Falls es euch interessiert, auch da an der Anime Jukebox am Donnerstag könnt ihr mitmachen. Ihr könnt nicht nur Band 1, sondern auch Band 2 gewinnen. Ich habe jetzt aber leider nur Band 1 hier rumkugeln. Und was haben wir noch? Ach so, das Wochengewinnspiel, das dann jetzt startet, sobald das alte Wochengewinnspiel mit SAO abläuft, ist Record of Grand Quest War komplett. Das heißt Volume 1 bis 4. Ja. Das gibt es zu gewinnen bis quasi nächste Woche Montag. Miso sagt, das Datum fürs Großsensi-Poster ist erst morgen eingestellt, aber egal. Tut mir leid,
Ich weiß tatsächlich nicht, die Nora kränkelt ein bisschen, aber keine Sorge, wir gehen nicht davon aus, dass sie vom Virus betroffen ist, sondern dass sie sich einfach so erkältet hat. Dementsprechend ja, ist sie etwas angeschlagen und konnte jetzt nicht alles komplett vorbereiten. Aber vielleicht guckt die Nora ja zu und wird es dann noch anpassen oder ändern. Genau, aber wie gesagt, das Wochengewinnspiel, das dann bis nächste Woche Montag läuft, ist Record of Grand Quest War Volume 1 bis 4. So, das war's zu Gewinnspielen. Ich vermute, irgendjemand hat schon, ja, im Chat wurde das schon fleißig gepostet. Ihr könnt mit euren Aki-Points, die ihr im Stream sammeln könnt, Tickets kaufen, mit denen ihr an den Gewinnspielen teilnehmen könnt. Dazu im Stream einfach ein Stück runter scrollen. Und es wurde auch schon im Chat gepostet, was ihr dafür machen müsst. So, wir spielen heute, wie gesagt, Doom Eternal. Fett. Ja, einfach nur fett. Und ich sage gleich ein paar Infos. Und zwar zum einen haben wir leider eine Sache, die mir nicht ganz so gefällt. Damit müsst ihr jetzt leider leben. Ich hoffe, ihr werdet es auch überleben. Und zwar wollte ich das Setup so bauen, dass ich zum einen die Musik, weil die Musik ist für mich in dem Spiel ganz, ganz entscheidend für den Pumping-Faktor, für den Spaß-Faktor im Spiel. Und deshalb habe ich meine Kopfhörer auf. Ja, dadurch gibt es auch kein Feedback übers Mikro. Das Problem ist nur, ich wollte es eigentlich so basteln, dass ich auch mein Mikro verwenden kann, so dass ihr nicht das Problem habt, dass ihr meine Tastatur hört, denn wer mich kennt, ich bin begeisterter Shooter-Spieler mal gewesen und generell habe sehr viele Spiele sehr intensiv gespielt. Dadurch besitze ich eine mechanische Tastatur. Ja, so. Das Problem an der Sache ist, wie das mechanische Tastaturen so an sich haben. Ja, die klicken cool. Und das Problem ist, ich wollte es eigentlich so bauen, dass ihr das Mikro vom Headset hernehmt. Das hat jetzt leider nicht funktioniert, weil aus irgendwelchem Grund übers Wochenende Kabel verschwunden sind, die ich eigentlich hier liegen hatte. Wo auch immer sie hin sind, keine Ahnung. Dementsprechend ja, müsst ihr jetzt leider damit leben, dass ihr dann hier je nachdem mein Geklicke hört. Das tut mir leid, aber ich hoffe, ihr werdet es überleben. So, zum anderen müsst ihr mir dann gleich sagen, wenn wir anfangen zu spielen, ob der Ton passt. Denn wie gesagt, ich habe den Ton im Spiel, also beziehungsweise die Musik im Spiel relativ laut und den Rest der Soundeffekte relativ leise, weil für mich einfach die Musik das Entscheidende ist. Ja, dass das so in Ordnung ist, dass ihr trotzdem alles versteht und dass es abgeht. So, für die Hardcore-Ego-Shooter, vor allen Dingen Oldschool-Ego-Shooter-Spieler wie mich, für euch vielleicht interessant als Info, dass ihr euch nicht wundert, warum im Spiel das Bild vielleicht manchmal ein bisschen seltsam aussieht oder manchmal oder ein bisschen gezerrt aussieht. Das liegt daran, es ist ein ID-Spiel und ID-Software gibt uns die Möglichkeit, ganz viele coole Sachen in den Einstellungen einzustellen, unter anderem eben, dass man ganz klassischerweise, wie das bei solchen Spielen damals üblich war, man das Field of View, also die Sichtweite oder beziehungsweise der Sichtradius höher stellen kann, als das normal üblich ist. Dementsprechend spielen wir auf der Standardeinstellung für Leute, die Ahnung haben. Und zwar auf 120 Grad statt 90 Grad Sichtfeld. Und dementsprechend für die Nicht-Eingeweihten, wundert euch nicht, wenn das Bild manchmal so ein bisschen gestreckt aussieht. Das liegt daran, dass eben wir das Sichtfeld größer gestellt haben. Beziehungsweise ich es größer gestellt habe, weil ich das so mag. Außerdem wirkt das Spiel dadurch nochmal schneller, was immer gut ist. So, das ist das eine. Und ansonsten, ja, ansonsten war es das. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Achso, was ich auch noch dazu sagen wollte. Wundert euch auch nicht, wenn ich hier manchmal so ein bisschen gespackt in der Gegend rumspiele oder nicht ganz so super toll treffe, denn warum auch immer, dadurch, dass ich jetzt meinen Rechner an den Videograbber und vom Videograbber geht es dann noch an den Fernseher und der Fernseher ist eh nicht optimal für sowas und ich habe eine leichte Verzögerung in der Maus, also wenn ich meinen Mauszeiger hier bewege, das ist alles so ein bisschen schwammig und so ein bisschen verzögerungsbehaftet. Ich hoffe, dass das nicht das Spiel so weit kaputt machen wird, dass es nicht Spaß macht, aber ich denke, das sollte gehen. So! Der Clou ist, ich habe wie gesagt schon angefangen zu spielen, bin schon, glaube ich, ein Stück weit gekommen und der Clou an der Sache ist, normalerweise würden wir ja jetzt von einfach das Spiel starten und von vorne anfangen. Der Trick an der Sache ist aber, dass das Spiel schon ab Anfang mega geil ist, aber es eigentlich erst richtig, richtig anfängt Bock zu machen, wenn man ein Stück weiter ist, mehr Waffen zur Auswahl hat, mehr Fertigkeiten freigeschalten hat und so weiter. Und dementsprechend würde ich jetzt in eine spätere Mission einsteigen, um euch das Ganze zu zeigen.
Und dafür wählen wir mal meine Kampagne aus. Und ich würde sagen, wir fangen hier mit der Doom Hunter Base an. Das ist die letzte Mission, die ich gespielt habe. Zum einen fehlt mir da noch ein Teil, was ich noch nicht gefunden habe. Und würden das mal spielen. Und ich denke, das schaffen wir heute vielleicht in einer Stunde oder so. Und dann können wir noch die nächste Mission anfangen, die dann ganz neu ist. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. So. Was mir jetzt noch einfällt, ich muss die Musik vom Video bzw. den Videograbber wieder scharf schalten. Genau so, jetzt hört ihr auch das Spiel. Juhu, und jetzt fangen wir an mit der Doom Hunter Base. So, Story gibt es nicht viel zu sagen, es ist Doom, wen interessiert die Story? Zusammengefasst, die Welt wurde mittlerweile von den Dämonenhorden überrannt und wir sind auf die Erde gekommen als der Doomslayer aus Doom 2016. So, und wollen jetzt die Welt zurück befreien gegen die Viecher. Und das tun wir auf sehr abartige, gewalttätige Weise, die sehr viel Spaß macht. Hm. Ach, so, ich muss eigentlich immer wieder mal einen Schluck Tee trinken. Aua. Oh, ist was im Weg. So. So, wir fangen mal an und gucken, wie es läuft. Ich muss am Headset mal jetzt die Musik ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, ich schreie jetzt da nicht. Also auch wenn ich das Schreien anfange oder so, weil ich die Musik bei mir im Headset zu laut habe, dann schreitet bitte ein. So. Ja, das ist leicht verzögert. Aber mal gucken, wir werden schon irgendwie kriegen. Oh, ihr hört die Musik wieder ab. Das ist wichtig. Okay, seht ihr gleich eines der ersten neuen Features, die in Doom Eternal dazugekommen sind, nämlich, dass wir neuerdings bei den stärkeren Gegnern... Das ist so geil. Nein! Was ihr neuerdings jetzt in Doom Eternal habt, was ich ziemlich cool finde, bei den stärkeren Gegnern könnt ihr Körperteile oder bestimmte Bereiche am Körper abschießen. Was zur Folge hat, dass die dann deutlich mehr Schaden nehmen, deutlich schwächer sind und euch auch deutlich weniger Schaden machen. Und unter dem Aspekt haben wir das zum Beispiel gerade getan, indem wir den komischen hässlichen Viech... Nehmen wir den komischen hässlichen Viech erstmal die beiden Kanonen an den Arm weggeschossen haben. So. Ja, und ich bin tatsächlich teilweise noch mal gewohnt, R zurück zu nachladen, was man natürlich bei Doom nicht braucht. Ja, und dementsprechend auch R löst man nämlich eigentlich den Flammenwerfer aus. So. Mal ein Missionsziel weiter. Genau, das ist das Entscheidende. Dass das Kernelement noch immer von Doom logischerweise sind, unfassbar geil ist. Und es ist mittlerweile sehr strategisch geworden, so blöd es klingt, weil die Gegner sehr viel verschiedene Schwachpunkte und so weiter haben und dementsprechend tatsächlich sehr strategisch spielen müssen. Weil ihr sehr wenig Ressourcen zur Verfügung habt. Wie ihr seht, ja. Ich habe jetzt hier, mein Charakter ist schon ein bisschen aufgelevelt, aber wie ihr seht, meine Sprungflügel zum Beispiel, die Standard-Sprungflügel ist fast leer. Und, wir wollen jetzt gleich mal schießen. Und hier jetzt zum Beispiel, ja, der Typ mit dem Schild ist eine Gegnerklasse. Der Witz an der Sache ist, ihr müsst, idealerweise hier mit der Plasma Rifle auf den Gegner schießen, auf das Schild schießen und damit überladet ihr sie. Damit überladet ihr das Schild. Ah. Damit überladet ihr das Schild und der Gegner explodiert. Was immer sehr schön ist. Und es gibt zum Beispiel ganz viele andere Gegner, bei denen dann bestimmte Waffen besonders effektiv sind oder bei denen ihr dann bestimmte Körperteile treffen könnt. Das ist der Sprung. Und dadurch wird das Spiel deutlich strategischer. Ihr müsst in den Kämpfen permanent hier zwischen euren Waffen hin und her schalten.
Ihr müsst eure Spezialfähigkeiten, die zeige ich euch dann später. Es gibt, wie gesagt, eben den Flammenwerfer. Es gibt eine Granate. Ja. Die müsst ihr tatsächlich im Spiel sehr häufig mittlerweile einsetzen. Im Doom, im letzten Doom war es quasi eher so, naja, kann man hernehmen, kann man nicht hernehmen, wie man möchte. Weil man einfach sich so durch die Gegner durchholzen konnte. Jetzt macht es tatsächlich Sinn, weil eure Ressourcen sind knapp. Also eure Rüstung ist knapp, euer Leben ist knapp, Munition ist knapp. Sprich, ihr müsst permanent die Sonderfähigkeiten auffüllen, weil die Gegner, je nachdem wie ihr sie tötet, droppen die bestimmte Items, sei es nur Leben, Schild oder Munition. Und ihr müsst dadurch quasi eure Lebenspunkte bzw. Ressourcen umhalten. Und ja, ihr habt recht, wir spielen auf Peppermint schwer. Was tatsächlich ich mich nicht schäme zu sagen, denn das Spiel ist nicht einfach, selbst für mich als Ego-Shooter-Veteran und Doom- und Quake-Veteran. Es gibt einige Stellen, da kriegt man tatsächlich ordentlich aufs Maul. Es ist zum Glück nicht so, dass man dann stirbt und quasi ganz von vorne anfangen muss. Aber das Spiel ist nicht einfach. Und ich würde jetzt nicht sagen, es ist Dark Souls, aber es ist fordernd. Was ich sehr cool finde. Also das macht tatsächlich sehr viel Spaß. So, ihr seht eine weitere Neuerung, die in Doom Eternal ganz groß Einzug gehalten hat, die sehr umstritten ist. Ich finde sie gut. Ich finde sie nicht mega geil, ich finde sie auch nicht schlimm. Und zwar das Plattforming, ja, das ist quasi ein bisschen Jump'n'Run, ein bisschen Jump'n'Run mäßig. Und bevor ich es gespielt habe, ich dachte, boah, so eine Scheiße, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Doom ist für mich jetzt nicht gerade der Inbegriff des, Jump'n'Run oder der Jump'n'Run-Anlagen. Der Witz an der Sache ist aber, dass es so gut gelöst ist und sich so flüssig anfühlt, dass es mega, mega spaßig finde. Also ich bis jetzt auch noch keine Probleme hatte. Und es ist tatsächlich fair designed, so blöd es klingt. Ja, es ist meiner Meinung nach fair designed, weil wenn ihr abstürzt, ist es nicht so, dass ihr tot seid und sonst so zurückgesetzt werdet, sondern es ist ähnlich wie zum Beispiel in Sekiro oder so. Wenn ihr abstürzt, ihr kriegt ein Stück Leben abgezogen, ist auch nicht viel, und startet dann quasi wieder an dem Anfang von der Jump'n'Run-Anlage, so dass es deutlich, deutlich einfacher ist. So, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ihr rumhüpfen könnt. Ihr habt einen Doppelsprung, ja, den habt ihr von Anfang an, und kurz, ich glaube in der zweiten oder dritten Mission, schaltet ihr dann als nächstes das Dashen frei, ne? Das ist das hier, das kann man zweimal hintereinander machen, das hat dann einen kurzen Cooldown. Ja, ich habe das, glaube ich, sogar geskillt, dass der Cooldown mittlerweile schneller rum ist. Und ihr könnt quasi Doppelsprung machen und zweimal dashen, um längere Distanzen über den, zu überwinden. So, der Clou ist, ich wollte hier nämlich gucken, weil mir ist nämlich hier irgendwo ein Collectible flöten gegangen, das ich nicht gefunden habe in dieser Mission, um das ich mich gerne kümmern wollen würde. Ich finde, das möchte ich auch noch kurz dazu sagen, weil wir eben gerade über die Jump'n'Run-Einlagen gesprochen haben. Der Witz ist, es gibt manche, also ich hatte jetzt schon einige Stellen, wo es mich überhaupt nicht gestört hat, wo ich es auch gut implementiert fand an anderen Stellen. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Mission, da denke ich mir, da finde ich es fast ein bisschen zu viel. Hier gibt es meiner Meinung nach fast zu viele Jump'n'Run-Einlagen, die quasi die Action unterbrechen und man da auch relativ viel Zeit verliert, anstatt Monster bestialisch zu töten. Genau. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es übersehen habe. Wir werden es rausfinden. Ich kann ja auch nochmal die eine Jump'n'Run-Einlage zeigen. Ja, müssen kurz warten, bis das Ding wieder runtergeht. Ich denke, ich glaube, ich habe das schon. Ne, da oben liegt es sogar noch. So. Tada! Ja. Ist tatsächlich jetzt nicht schwer gewesen. Also muss ich dazu sagen, ist jetzt meiner Meinung nach nicht die riesen Herausforderung. So, genau, das gibt es nämlich hier, diese Extra Lives, die ihr findet. Und mit den Extra Lives, wenn ihr stirbt im Kampf oder so, dann spawnt ihr quasi direkt an der Stelle, wo ihr wart, gleich wieder, ohne dass ihr einen kompletten Abschnitt machen müsst. Das ist tatsächlich an manchen Stellen ein bisschen zu einfach, weil ihr rennt halt einfach rein und wenn ihr drauf geht, ist egal, weil ihr spawnt quasi einfach direkt wieder und habt sogar wieder ein bisschen mehr Muni und so weiter. So, wir kommen in die nächste Arena. Auch wenn ich den Sprung gerade verpasst habe, ist es wieder gesagt.
Wo ist der Gegner? Ach, da oben. Das ist ein Gegner, der ist neu in diese Mission reingekommen. Der hat hier hinten seinen Schwachpunkt. Und wenn ihr ihn hier hinten quasi am Hintern trefft, macht ihr besonders viel Schaden. Nee, ich will tatsächlich nicht meine Fette benutzen. Ich habe übrigens auch einen Skill, ja nicht, dass ihr euch wundert, dass ich die Gegner hier von sonst wo anschieße und... da ist ein Gewisser. Der fällt zum Beispiel unter den Ding, der war früher relativ herausfordernd im ersten oder beziehungsweise im 2016er Team. Und jetzt ist der Crew, ihr könnt oben seine Raketenpots abschießen. Haben wir noch einen kleinen hier. Und wenn ihr die Raketenpots abschießt, dann kann er A nicht mehr die großen Dinger, die großen Raketen feuern und er kriegt Schaden. So. Haben wir doch wieder das eklige Riesenviech. Das kann ich jetzt direkt in den Sprung. Nimm diese Granate. Au, au. Au. Zerfix jetzt ähnlich und für die Union. Genau, ich habe zum Beispiel einen Skill, der ziemlich cool ist, der mich nämlich... der mir nämlich die Möglichkeit gibt, dass ich diese Glory Kills, das ist quasi das, wenn ich auf den Gegner zu springe und wenn er so lustig blinkt, und mit den Glory Kills kriegt man zum Beispiel Ressourcen und wird für einen kurzen Moment unverwundbar. Da jetzt habt ihr gesehen, das war oben die Kanone bei dem Schwachpunkt, den man treffen musste. Das hält ja nicht mehr aus. Und ihr seht hier, das ist jetzt der Glory Kill und ich habe ein Skill, dass ich quasi aus einer größeren Entfernung quasi schon den Glory Kill aktivieren kann und er zieht sich dann automatisch zum Gegner ran, was ziemlich cool ist, um Distanzen schnell über den Weg zu laufen. Ich muss meine Munition mal auffüllen. Munition auffüllen kriegt man mit der Kettensäge. Diese kleinen Schlankviecher, die sind tatsächlich ziemlich glitschig. Die sind nämlich wackiger schnell und dashen die ganze Zeit auch ein bisschen in der Gegend, um tatsächlich nicht so einfach zu treffen. Ja, und das Dashen ist auch dafür praktisch, weil ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwo hier in Bedrängnis kommt, ihr könnt nämlich auch aus dem Schrank raus in Sicherheit dashen. Na, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Raketen. Und ja, persönlich mein Favorit noch immer Super Shotgun. Jetzt mit Haken. Oh, ich hab volle Rücke der Mund geschossen, aber es ist sehr befriedigend. So, wo ist er jetzt? Da. Ja. Hammer! Nein, da ist er. Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Und aber das Prinzip, was ihr schon in quasi Doom 2016 hattet, dass ihr dann immer, wenn die Actionsequenzen anfangen, hier quasi in einer, ja, wie so eine Art Mini-Arena seid, wo dann die Gegner reinspawnen, ist noch immer genauso. Ich finde es hier an manchen Stellen ist es ein bisschen, finde ich, fast ein bisschen zu eng. Ihr kriegt ein bisschen dadurch unnötig Schaden. Das macht es unnötig schwer, würde ich sagen. Hier zum Beispiel, die Arena finde ich aber mega geil, weil auch wenn ihr nur Monsterhorn platt schießt. Aber es fühlt sich tatsächlich so an, als würdet ihr
zum Beispiel Quake Multiplayer spielt, weil es eben so ein abgeschlossener Raum ist mit Jump Pads und so weiter, in dem Ressourcen rumliegen. Und dadurch fühlt sich das ein bisschen so an. So! Wir haben ein bisschen hier Party gemacht und Spaß gehabt. Einen checken wir jetzt ganz kurz. Habe ich hier vielleicht diese Zelle übersehen? Ja, guck mal, da ist sie. Hier unten. Müssen wir nur gucken. Ui. Müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. Aha, da wäre sie. Und es muss irgendwo von unten nach oben gehen, wenn ich das sehe. Dahin ist nämlich ein Loch. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da runter? Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen umschauen. Ja, das ist vielleicht auch für euch jetzt fürs Zuschauen, zum Zuschauen nicht ganz so aufregend. Aber das ist tatsächlich auch was, also ich will schon immer alles, was es hier so zum Sammeln, zum Finden gibt, auch mitnehmen. Und dementsprechend, ja, wenn ich dann immer hier so ein bisschen rumsuche, wo ich irgendwo was übersehen habe, wie ich zu dem besonderen, geheimen, versteckten Item komme. Irgendwie muss es eine Möglichkeit geben, runterzufallen, aufzufallen. Ich habe mich bis jetzt auch tatsächlich geweigert, mir im Internet irgendwelche Guides anzuschauen, weil es gibt schon einen Haufen Guides, da das Spiel eine Spielzeit von 15 Stunden hat, was für so eine Art Spiel meiner Meinung nach vollkommen okay ist. Haben natürlich schon viele Leute es durchgespielt. Es gibt einen Haufen Guides, wo euch gesagt wird, wo die ganzen versteckten Items und so weiter rumliegen und wie ihr da hinkommt. Ich habe mich bis jetzt dem verweigert, weil ich will sie selber finden. Ich habe auch alle gefunden. Das hier habe ich tatsächlich jetzt nicht gefunden gehabt, weil ich es übersehen habe. Mir ist es erst aufgefallen, als ich dann schon so ein Stück weiter war und nicht mehr zurückgekommen bin. Und das ist nämlich jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier rausgehe, ob ich dann noch zurückkomme. Gibt es hier nicht irgendwo einen besonderen Clou, wie ich da runterfahren kann? Zum Beispiel Wände sind zerstörbar, das seht ihr dann auch, an den Wänden sind dann so Kratzer dran. Das ist dann das Indiz, dass ihr die Wand kaputt macht. Ich find's krass. Ich suche noch einmal in der Runde und wenn ich es nicht finde, dann den Stream nicht unnötig zu verlangen, in die Langeweile zu ziehen, weil ihr gerade hier. ja, hat sich damit erledigt. So, wir müssen da hoch. Wir müssen auf der richtigen Seite hoch. Ist denn, habe ich gleich auch noch mein eines Collectibles mitgefahren. Der muss ich vielleicht auch noch holen. So, bevor wir in den nächsten Bereich der Map springen, schaue ich ganz kurz mal in den Chat. Numerell sagt, irgendwie kommt ihm das Spiel noch immer mehr als mehr wie Halo als Doom vor. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, Halo hatte schon mehr, also es war noch immer nicht so richtig der Militär-Strategie-Shooter, was auch immer, aber Halo ist doch nochmal eine andere Hausnummer, weil in Doom geht es tatsächlich einfach nur um pure Geschwindigkeit und um möglichst schnell möglichst viele Gegner platt zu schießen, während man in... Und man kann auch nicht wirklich quasi strategisch spielen im Sinne von in Deckung gehen, verstecken, sich hinter einer Ecke verstecken und so weiter. Das geht ja alles nicht, weil die Gegner so aggressiv sind, dass man eigentlich... Also es ist effektiver, permanent in Bewegung zu bleiben und permanent um die Gegner irgendwie rumzurennen und den Schüssen auszuweichen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch Geschmackssache. Ich will damit jetzt auch Halo nicht schlecht reden, ja. Also zumindest die ersten zwei Halo-Teile, die ich gespielt habe, waren brillant. So, was gibt's hier noch so? Hab keinen anderen Doom-Teil vorgespielt, aber die Ähnlichkeit zu Halo kann ich nachvollziehen. Irgendwie kommt mir das Spiel eher so schnell wie Halo vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Ego-Shooter-High-Speed-Fan. Also ich habe zum Beispiel früher eben Quake über alles geliebt, Painkiller und so weiter, wo man wirklich so schnell wurde, dass man schon Schwierigkeiten hatte, ist noch vernünftig zu kontrollieren. Und ich muss sagen, also ich fand Halo jetzt bei weitem nicht so schnell. Also ja, Halo ist schon nicht gerade ohne, also, ja, ich weiß nicht. Also, mir war Halo, wäre dafür Halo tatsächlich zu langsam gewesen. Aber ich finde, so Rumrätsel mit Verstecken so interessanter zum Ansehen, ist einfach nur sinnlos rumzuballern. Ja, also, wir werden später auch wieder ans Rätseln kommen und Jump'n'Run-Einlagen haben und so weiter. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich manche der Rätsel eigentlich... Sie sind jetzt nicht kompliziert oder schwierig, aber sie sind unterhaltsam, sie brechen die Gewaltorgie ein bisschen auf. äh,
So, dann machen wir mal weiter. Wir nutzen Le Teleporter. Ja, das ist der Typ, den wir gerade jagen sollen. Wen interessiert die Story? Ich muss tatsächlich auch sagen, also ich spiele auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, wie die deutsche Sprache ist, aber ich finde den Dub dafür tatsächlich eigentlich ganz gut. So, man sieht hier schon, das wird in dieser Fabrik, in der wir uns befinden, gebaut. Das ist tatsächlich auch einer unserer Bossgegner, mit dem wir uns am Ende auseinandersetzen dürfen. Hier wäre die Minimap gewesen, mit der ihr quasi die ganze Karte hier freischaltet. Die habe ich natürlich schon gefunden, deswegen sehe ich auch alles. So, wir kommen jetzt hier. Ja, hier geht es mit den Jump'n'Runnern dann los, die etwas dubios sind. Aber naja. So. Dash, dash. Das Ding fällt runter, deswegen ist es auch rot geworden. Warte mal, wo wollte ich hin? Darüber wollte ich. So. Und das macht es tatsächlich auch einfach, weil selbst wenn ihr nicht schon an der Wand seid, könnt ihr E drücken. Deswegen seht ihr auch, dass das, dass der Hinweis auch kommt. Das sind hier meine besonderen Freunde. Die kann man zum Beispiel, indem man ihnen eine Granate in den Mund schießt, relativ leicht töten. Ja. Der normale Standardfeuermodus ist natürlich hier Schrotflinte. Und wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, lädt ihr eine Granate, an der sich das Vieh verschluckt. Dann explodiert sie. Und dann wird das Vieh kaputt machen. Relativ einfach. Spektakulär. So. Genau. Also ihr habt gesehen, die Jump'n'Run-Einlagen werden auch dadurch einfacher. Ich gebe dir meine dicke Blume. Komm, 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 komm. Wo soll ich jetzt hin? Genau. Okay, das war die falsche Richtung. Na, das hat ja super funktioniert. Der Clou ist, also ihr könnt zum Beispiel drüber springen, wenn ihr es richtig timen würdet. Genau, dann ist das Viech auch ein bisschen. Das ist keine Mini mehr. Deswegen zerlegen wir mal kurz ein. Und ja, die kleinen Gegner hier, die machen euch natürlich auch Schaden. Aber der Witz an der Sache ist, dass ihr könnt hier den Großteil ignorieren, es geht, die sind tatsächlich dafür da, um zum Beispiel eure Ressourcen wieder aufzuladen, indem ihr sie auf bestimmte Arten und Weisen mutet. Hier musste ich tatsächlich aufpassen, weil das war so ein Sprung, da habe ich permanent das Timing verfehlt. Oder bin quasi über das Ding hinausgeflogen. So habe ich das letzte Mal nämlich ewig gesucht, wo ich hin muss. Ja, genau, das hier hatte ich nämlich die ganze Zeit übersehen, dass der die Wand ist zum dran springen. Ihr seht es jetzt hier nochmal, wenn ich da hinspringe. Ja, da kommt relativ früh dieses E. Und auch wenn ihr noch ein gutes Stück weg seid, fängt er quasi an und hält sich daran schon fest. Der Clou ist auch, was ihr dann seht, das ist auch ein neuer Gegnertyp, der tut, das ist quasi ein Support-Demon, der beamt hier so Schilder hin. Ich habe übrigens eine Challenge vergessen. Haha, genau. Zeige ich euch gleich. Es gibt für jede Mission gibt es besondere Challenges, die ihr machen könnt. Und dadurch bekommt ihr. Und dadurch bekommt ihr zusätzliche Upgrade-Punkte, um bestimmte Sachen abzugraden. Ich zeige euch das mal kurz, es gibt hier Challenges. Und für die Mission war die Challenge, dass ihr ein Collectible Album, ihr könnt quasi Musikalben finden, die ihr dann in eurer Homebasis, wenn ihr da unterwegs seid, anhören könnt, aus vergangenen ID-Software-Spielen, unter anderem Doom 1, Doom 2, Commander Keen und so weiter. Und das war eben eine der Challenges, dass wir so ein verstecktes Album finden. Dann sehr einfach, ihr sollt die Map Station verwenden, also quasi die Minimap aktivieren, beziehungsweise die Minimap finden, das hatte ich euch vorhin gezeigt. Und die Common Challenge, die hatte ich nämlich ignoriert, weil ich vergesse das immer so leicht und die habe ich jetzt gerade nachgeholt. Töte drei Dämonen mit einem einzigen Fragment. Thank you.
hier gäbe es tendenziell diese Plattform, mit der ihr das machen könnt, aber hier oben waren Collectible und über das Ding hier kommt ihr auch gleich wo ihr hin wollt. Sehr schön. Wie wir zum Beispiel gerade, ihr seht hier, das ist das Lustige, also ihr wird, während ihr hier durch diese Basis rennt, seht ihr quasi, wie das Viech gebaut wird, gegen das ihr später kämpft. So, wir kommen zum nächsten. Da müssen wir drauf schießen, das sind immer diese grünen Dinger. Und hier ist jetzt das Ding zum Dranspringen. Wie ihr vermutet, rot ist Späbe, macht Schaden. Sehr befriedigend für mich den Explosivgranaten treffe. Das ist auch ein Skill, den habt ihr vielleicht bemerkt, den ich natürlich als Geschwindigkeitsfanatiker direkt gestartet habe. Nämlich, wenn ich einen Glory Kill mache, gibt es einen Skill, den ich jetzt ausgewählt habe. Wenn ich den Glory Kill, wenn ich so einen Glory Kill mache, wird meine Geschwindigkeit für einen kurzen Moment erhöht. Also deswegen, immer wenn ich das mache, bin ich danach im Moment schneller. Was ich noch nicht rausgefunden habe, was ich tatsächlich ein bisschen seltsam finde, ich habe manchmal das Gefühl, dass, oder habe oft das Gefühl, dass wenn diese, ihr seht jetzt hier, wie ich kurz schneller bin, in dem Moment, wenn ich den Glory Kill mache, habe ich das Gefühl, dass dann auch die Maussensitivität teilweise sich erhöht, was ein bisschen blöd ist, also was mich zumindest ein bisschen irritiert. Bei dem auf seine Fäuste drauf schießen, bringt relativ wenig mit der Schrotflinte. Oh nein! Ja, man sollte natürlich die Barriere durchbrechen. Das war's schon. Wir haben eh volles Leben. So. Ich hoffe auch, dass tatsächlich, weil ich, wie gesagt, eine sehr rumspringen, rumstrafe Spielweise bei dem Spiel habe, dass es den Leuten nicht schlecht wird oder sie Motion Sickness kriegen. Oh nein! Ja, das war saublöd. Aber ihr seht, ich bin abgestürzt, habe glaube ich 10 Schaden oder so bekommen und kann direkt hier wieder weitermachen, dass es nicht ganz so frustrierend wird. Nein, ich muss ja dahin. Oh, ich vergesse, ich übersehe es jedes Mal. Nicht schmack, ich muss schon darunter kommen. Au. Moment. Ich habe einen neuen Perk, den kann ich jetzt wechseln. Wenn ich die Munition dafür hätte, ich habe die Munition. Das ist jetzt ärgerlich. Naja. Dann müssen wir uns da halt so durchtanken. Au, au, au. Au. Müsst ihr auch aufpassen, die Dinge hier am Boden, die machen die auch viel sauer. Der Sekundärschuss, also es gibt zwei verschiedene, hier zum Beispiel ist das, wenn hier so ein Stun-Beam hat, der den Gegner explodieren lässt. Wenn man dann genug drauf will. Auch sehr befriedigend. Genauso wie das. Na. Fand's übrigens sehr witzig, ich habe vorhin, bevor ich ins Büro gefahren bin, einen Spiegelartikel gelesen, in dem der Spiegel 10 Spiele empfohlen hat, für die Zeit des jetzt zu Hause bleibens, damit man sich nicht langweilt. Und die Auswahl war tatsächlich zum Großteil sehr gut, finde ich. Also unter anderem zum Beispiel Red Dead Redemption. Das eine PlayStation 4 Spiel, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, wo man die Wände und so weiter anmalen muss. Das ist ein ultra cooles Spiel, fand ich auch sehr gut.
und dann war auch Doom Eternal dabei. Und wer hätte es gedacht? Ich hatte fast erwartet, dass der Spiegel dann einen etwas negativen Kritik schreiben wird, weil der Gewaltfaktor so abartig ist. Aber wir haben gemeint, dass haben es verstanden, in Anführungszeichen. Das Spiel nimmt sich nicht ernst. Ihr habt gesehen, allein eben, wir latschen auf seinen Kopf drauf und zermanschen seinen Kopf, aber den Gesichtsausdruck, ja, es ist eher Comedy, finde ich zumindest. Animal Crossing war tatsächlich nicht auf Platz 1. Also es sind tatsächlich auch nicht platziert gewesen. Das erste Spiel, was sie vorgestellt haben, war Nioh 2. Kann ich auch nachvollziehen. Nioh 2 brachial schwer. Damit kann man unfassbar viel Zeit verbringen, wenn einem nicht davor irgendwann die Lust vergeht. Animal Crossing war aber mit auf der Liste, auf jeden Fall. Ich glaube, Animal Crossing kam lustigerweise nach Doom. Warum auch immer. Und Mr. Tunicum, nein, das sind keine Aliens, das sind Dämonen. Als würde man in Doom... Doom ist ridiculously stupid, wenn es ja. Ich habe tatsächlich einen Skill mir freigeschalten, der an manchen Stellen ganz hilfreich ist, nämlich wenn ich in der Luft bin, ich zeig das mal, dass ich in der Luft quasi steuern kann. Was normalerweise kann man, wenn man einmal springt, eigentlich nur ziemlich gerade ausfliegen. Und das Problem ist aber, dass an manchen Stellen es auch hinderlich sein kann. Nein, Doom sind immer Dämonen. Muss ich jetzt hin? Das hier sieht ganz gut aus. Munition. Wenn ich mag, Munition. Ah, verstehe. Hier gibt es übrigens einen Trick. Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine. Weil hier drin war ein Secret. Ja, wenn ihr das Secret finden wollt, zeige ich euch einfach gleich. Ihr müsst ja aufpassen, wenn ihr auf den Boden kommt, kriegt der Schaden. Und genau, hier nämlich auf der anderen Seite seht ihr dann, da gibt es auch nochmal eine Wand. Die Frage ist nur, wie kommt man zu der Wand? Das zeige ich euch gleich. Ja. Normalerweise könnt ihr nämlich hier einfach rumkrabbeln und muss darüber, aber hier gibt es nämlich auch nochmal einen Durchgang. Ja. Und von hier aus kommt ihr dann nämlich auf die andere Seite. Dann hier so ein bisschen rüberkraxeln. Ein bisschen runter, ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Und dann seid ihr hier in diesem wunderschönen Ding drin. Und hier wäre das Secret versteckt gewesen. Hier runter könnt ihr übrigens auch springen, da unten war auch ein Secret. Fix. Jetzt hat er sich verschluckt. Ich will auch das Geräusch, wenn ihm das Auge rausreißt. Super. Mein besonderer Punkt. Ja, einer meiner besonderen Punkte. Ja. Kann man die Raketen erhöhen, die sich eingetauscht. Da habe ich mich, nee, ging sogar. Ich wollte gerade sagen, da habe ich mich verschätzt. Theoretisch hättet ihr das Ding da noch mit benutzen sollen. Aber gut, es hat trotzdem funktioniert. So, hierfür brauchen wir den roten Schlüssel. Und den habe ich natürlich noch nicht. Genau. Die rote Schlüssel ist da oben. Jumpen wir erstmal hier rüber. Dieses Ding, was ihr hier seht, das lädt euren Boost, also euren Dash wieder auf, ja, wenn ihr da durchfliegt. Das heißt, wir springen mal los. So. Und haben wir das Fenster verpasst? Egal. Hier unten ist ein extra Leben versteckt.
Ich bin tatsächlich gespannt, wenn das nächste Mal in der Hoffnung, dass mal wieder ein Awesome Games dann Quick Speedrun Marathon abgehalten wird. Freue ich mich tatsächlich drauf, schon da Leute zu sehen, die das Spiel hier Speedrun, weil eben durch die ganzen Bewegungsmöglichkeiten mit Doppelsprung, Dash und so weiter. Bin ich sehr gespannt, wie krass man teilweise die Levels abhört. Wir wollen diese Waffe dafür haben. Nein. Nein! Ah! Erwischt. Ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal gedacht, aber sein Schwachpunkt ist hier oben die Kamera, die er da drauf gebaut hat. Ihr seht das auch immer, weil das dann immer so rot leuchtet, wenn wir es treffen. Das ist auch günstig. Dafür packen wir mal ganz kurz die großen Schüsse aus. Wir können ihn stunnen. Es braucht halt unfassbar viel Munition, aber ja. Irgendwann explodiert er dann. Ich hoffe, man hört es auch rein audiotechnisch. Natürlich habe ich die Musik relativ laut, aber ich hoffe, ihr hört auch, was für eine Gewalt, also eine Soundgewalt die Waffen haben. Und das ist auch was ich in sehr wenigen Spielen so höre, dass wenn ihr den Raketenwerfer benutzt, dass das tatsächlich klingt, als würde gerade die Erde in sich zusammenstürzen. Ja, falls euch die Videosequenzen nicht interessieren, könnt ihr auch einfach überspringen. Wie gerade eben gezeigt. Hier war jetzt was, da müsstet ihr eben rechtlich sein, nicht einfach springen und gleich nochmal Doppelsprung machen, sondern ihr müsst springen, fallen, warten, bis ihr auf der richtigen Höhe seid, nochmal springen und dann nach vorne dashen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt das, was man von Zoom erwartet, aber ich finde es tatsächlich jetzt auch. Die Dinge hier finde ich halt ultra hässlich, weil man da immer einen kurzen Moment hat. Nein! Gott.
Hier bin ich tatsächlich fast gestorben beim letzten Mal, weil ich andauernd hier an den Rand gekommen bin und dieses lässliche Energieverlust schaffen. Sehr fix. Jetzt verschluck dich. Ich habe nämlich nicht ganz verstanden, wo der Abstand ist. Aber deswegen, naja. Aber wie gesagt, tatsächlich, wenn wir sterben, ist es semi-schlimm. Ich sage euch tatsächlich auch nur, es gibt hier ein Secret. Falls ihr es sucht, das ist hier hinten bei den Typen. Und ihr könnt dann einfach hier hochklettern. Und ja, von hier aus geht es tatsächlich nicht weiter. Und dafür müssen wir da oben auf diesen grünen Punkt schießen und dann fährt nämlich hier das Ding vor. Und dann fährt uns die Plattform ein Stück entgegen und dann können wir auch den Sprung schaffen. Ansonsten verliert er Wert. Dazu sagen möchte, weil wir jetzt schon fast eine Stunde rum haben, natürlich haben wir am Anfang ein bisschen palabert. Die Missionen sind relativ lange. Also die hier ist tatsächlich meiner Meinung nach eine von den etwas kürzeren, oder von den kürzeren, die ich bisher gespielt habe. Das finde ich ziemlich cool. Also ihr spielt tatsächlich an einer Mission, wenn ihr alles erforschen wollt und dann euch quasi guckt, dass ihr alle Secrets zusammensammelt und so weiter. Und ihr dann auch, je nachdem noch nicht wisst, wie ihr manche Sprungpassagen am besten schafft, kann es tatsächlich sein, dass ihr auch mal locker ein, zwei Stunden bis zwei Stunden gut für die Mission braucht. Und das finde ich tatsächlich für die Ego-Shooter. So, das hier ist jetzt quasi der Bossgegner, der gar nicht so schwierig ist, denn wir müssen später auch noch zwei von denen dann töten. Der ist auch, wie ihr seht, der leuchtet schon so blau. Und wie wir ja schon gelernt haben, das optimale Schutzschild ist nicht der Raketenwerfer, sondern der Plasmawerfer. Und dazu den Holztier auf seinen Körper oben drauf. Und jetzt ist sein Schutzschild kaputt und jetzt könnt ihr nämlich hier unten Schaden auf das Ding, auf seine Beine, in Anführungszeichen, die Schwierigkeit da machen. Und auch wenn ihr da Schaden drauf macht, verliert ihr quasi seine Beine oder diese Schwierigkeit, mit der er da heizt. Das ist gefallen. Und sobald er diese Schwierigkeitsform verloren hat, ist er gar nicht mehr so schnell, macht nicht mehr so viel Schaden und er kann relativ gut kaputt. Seht ihr, jetzt ist er aus dem Ding rausgekommen. Und jetzt können wir ihn quasi. Ist er nicht mehr so schnell, macht nicht mehr so viel Schaden. Wir können jetzt mal nicht mehr hinkriegen. Brauchen wir denn nicht. Dann haben wir hier so einen Supporter. Also Schilder noch.
dann ist das noch ein bisschen gut. Kann ich den eigentlich festhalten? Nee, kann ich nicht. Dass ihr keine Ressourcen mehr hier findet. Und natürlich, um eure Munition wieder aufzufüllen, könnt ihr die Kettensäge benutzen. Allerdings, wenn ihr keinen Treibstoff mehr mit der Kettensäge habt, geht die Kettensäge nicht. Aber die Kettensäge hat immer eine Aufladung, die sich regeneriert mit der Zeit. Sprich, selbst im Notfall könnt ihr trotz allem Sachen zersägen. Der Witz an der Sache ist, wenn ihr nur eine Aufladung auf der Kettensäge habt, könnt ihr nur diese kleinen Standardgegner mit zersägen. Wenn ihr mehr Aufladung habt, könnt ihr auch eins von den großen Viechern kaputt machen. Geht's hier weiter dafür? Kann ich mal, ich muss hier rein. Das war's. Wenn wir sind Badass, deswegen fallen wir so runter. Genau, jetzt seht ihr nämlich, jetzt haben wir zwei von den Kandidaten. Das war ein Ding, dass eine Rakete incoming ist. Es gibt die Kette, mal um 7 Minuten Raketen schießen und dann, wenn er ein bisschen rumdasht und so weiter, reicht den ganz nah aus. Schräg an den Gegner ranziehen, dann ist es manchmal schwierig, den zu treffen, weil er mit dem Gegner so schräg an ihm vorbeifliegt. The Beast, does he not seek enhanced power? Gifts to aid him in his noble conquest, perhaps in return for my... Tja. Ja.
Hey, Priest eliminated. Genau, und Exploration, das war genau bei Exploration, das sind die ganzen Secrets und da hat uns eben das eine Teil, was wir am Anfang gefunden haben, gefehlt und bei Challenges fehlte uns ursprünglich die, die Granatentüte, mehrere Viecher mit Granaten. So, wir machen Return to Campaign. Exakt. Und jetzt spielen wir quasi da weiter, wo ich aufgehört habe, dass wir auch mal was ganz Neues sehen. Ich guck mal ganz kurz, während er lädt. Ich find's übrigens geil, das Spiel. Ja, ihr wisst, wir haben ja öfter im Stream, vor allen Dingen, wenn wir in hoher Auflösung aufzeichnen müssen, das Problem, dass der Stream immer mal wieder so ein Stottern drin hat. Ich kann euch versichern, das Stottern ist tatsächlich leider nur im Stream. Es ist hier absolut flüssig und ich muss sagen, mein PC ist jetzt auch nicht mehr der allerneueste und das Spiel läuft einfach brachial, gut, stabil. Es ist ein Traum. Und ja, ihr habt doch gesehen, die Ladezeiten sind sehr, sehr dezent. So, ich guck mal schnell, was hier so in letzter Zeit im Chat ging, bevor wir weitermachen. So. Doom ist schon toll, ja. nächste Woche kommt Persona 5 Royal raus. Ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, obwohl ich Persona so unfassbar geil finde. Ich glaube, ich habe auch vorletztes Jahr, wann ist es rausgekommen? Vorletztes Jahr, glaube ich. Oder was letztes Jahr? Ich weiß nicht. Habe ich auf jeden Fall auch allen gesagt, boah, es ist so unfassbar gut. Aber ich habe es tatsächlich bis heute noch nicht durchgespielt. Und die Frage ist, ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht dann mit Royal einfach nochmal von vorne anfange und es gleich dann in der Royal-Variante durchspiele, bevor ich jetzt mein altes erstmal durchspiele. Ja, mal gucken. So. Was haben wir hier noch? Mr. Tonicum war durch die Map auswendig kenne. Ich kannte sie jetzt nicht ganz auswendig, aber ich gebe zu, ich habe diese Map gestern Abend gespielt. Beziehungsweise gestern am späten Abend noch. Deswegen waren jetzt die ganzen Secrets schon da und ich wusste ungefähr, wo wir hin müssen. Aber das, wie gesagt, die Map, die jetzt kommt, ist quasi mein aktueller Kampagnenspann. Sprich, da war ich noch nicht. Da dürfen wir dann alle zusammen suchen. It's just, also er liebt den Soundtrack, ich auch. Und obwohl so viel Heavy-Metal-Zeug drin ist, was jetzt normalerweise nicht ganz so mein Ding ist, ich finde es trotzdem mega geil. Und es gibt tatsächlich am Anfang von der Mission, der Pseudo-Techno-Gröde-Gedöns geht auch ab wie Sau. Und tatsächlich, ich habe mir vom 1er schon damals den Soundtrack gekauft und ich habe noch nicht geguckt, ob es ihn schon gibt, aber ich werde mir auch definitiv vom 2er den Soundtrack kaufen. Schon allein, weil ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt, das war einer der ersten, den es gab, wo quasi aus der Perspektive des Doomslayers man lang geht und durch diese Basis ganz cool durchläuft und dann dem einen Typen packt und mit seiner Schließkarte die Tür aufmacht und die Waffe wegnimmt und so weiter. Das kommt auch im Spiel vor und das Lied ist auch mega gut. Saber sagt, er zockt nebenher Tomb Raider, das ist auch eine gute Idee. Mit den Jump'n'Run-Einlagen ist es jetzt quasi ein bisschen Tomb Raider in Doom. Genau, der Doomslayer braucht keine Geschenke, richtig. Hat sich echt Mühe gegeben, was die Anatomie angeht. Ja, es ist sehr beeindruckend, wie man die Gegner auseinanderreißen kann. Das ufft Benny immer noch nicht. Hä? Ja, es gibt Zwischensequenzen, die sind jetzt allerdings eben zweckmäßig, sagen wir es so. Und die Frage ist auch, welches Wolfenstein du meinst. Achso, wegen Persona. Nein, noch immer nicht. Aber ich weiß ja jetzt, wie es ausgeht, nachdem wir die Serie ja fertig gemacht haben. Aber ja, ich will es unbedingt noch fertig spielen, weil ich tatsächlich Persona, das ist so eins für, wenn das jetzt länger andauert und ich quasi länger zu Hause festsitze, dann werde ich mich den ganzen großen Spielen widmen, mit denen ich in letzter Zeit nicht mehr weitergekommen bin, wie eben Red Dead Redemption 2, Persona. Momentan neben Doom spiele ich Sekiro, weil ich unbedingt endlich Sekiro durchspielen will und ich will Sekiro vor allen Dingen, ich will das erste Mal im Leben eine Platin, so ein Platin-Dingsy machen und da bin ich gerade auf dem besten Wege. So. Genau, achso, wegen den Zwischensequenzen, also Wolfensteins
Wolfenstein 1 und 2, meinst du die neuen Wolfenstein-Teile? Also nicht die alten, weil ich habe tatsächlich von den neuen beiden, die haben wir zwar hier im Stream gespielt, die habe ich aber nicht privat gespielt, weil mir da das paranormale Over-the-Top ein bisschen flöten gegangen ist, was ich halt an den alten Wolfenstein-Teilen wie Return to Castle Wolfenstein, das Original Wolfenstein und ich glaube das neue, was dann so ein bisschen open, so Pseudo-Open-World war, das hieß auch einfach nur Wolfenstein, meine ich. Und die fand ich grandios, da war aber die Story so, naja, paranormale SS-Nazi-Division macht ein Tor zur Hölle auf und beschwört Dämonen, fertig. Aber ja, die Story muss gut sein. Ja, nein, also das ist zumindest damit nicht vergleichbar, sagen wir es so. Die Story ist zweckmäßig. Please remain calm. You may notice a slight change in the environment. Fear not. It's all part of the plan. Das wird auch bald, wenn man draußen, wenn man in den Großstädten in Deutschland, wenn das noch so weitergeht, unterwegs ist, wird das auch bald kommen. So, neue Mission. Mal gucken. Au. Das sind Codex-Beiträge, die ihr überall in der Map finden könnt. Und die geben euch zusätzliche Infos zu Gegnern, Story und so weiter. Machen wir alles nicht. Jetzt wollte ich sie auch noch anzünden, ich war aber zu langsam. So, wir checken gleich mal, ob wir irgendwo was übersehen haben. Nein. Ihr seht hier unten was Grünes, haben wir gefunden. Und ihr seht, das hier sind alles die Secrets, die versteckt sind. Finde ich übrigens großartig. Ja, das hier soll Europa sein. Also wir sind jetzt quasi in Europa unterwegs und ihr seht, was da draus geworden ist. Überall stehen auch lustige, schon fast, sagen wir mal, Warhammer 40.000 Titan-mäßig anmutende Riesenkampfviecher und so weiter. Und es sieht ein bisschen Cthulhu-mäßig aus, weil überall Tentakel rumhängen. Ja, wobei bei 40.000 müssten die eigentlich noch höher sein. Ich glaube, im 40k war das so, da war ein Titan so groß wie die Wolfenstein. Naja, wir spielen weiter. Nimm diese Granate! Oh nein! Okay, die Arena ist relativ groß. Wir sind jetzt einfach mal reingesprungen und gucken mal, was hier geht. Tatsächlich sind das hier meine persönlichen Husky-Team momentan. Weil man muss relativ nah ran, finde ich zumindest. Und die Finger jetzt, um seine Arme abzuschießen. Und wenn man aber zu nah dran ist, macht er eben immer so blöden Attacken über das Rechnen. Raketenpunkt. Egal ob mit dem Schwachpunkt trifft oder nicht. Das ist in dem Moment Banane. Nein, noch einer. Tatsächlich, die Waffe habe ich neu bekommen. Mit der habe ich noch gar nicht gespielt. Macht die so. Okay, sie macht sehr viel Schaden. Passt das schon? Verstehe. Ich hätte gedacht, dass hier mehr gibt. Nur noch die normalen Schaden. Naja. Oh nein, wir haben fast keine Munition mehr. Das
fix. Hier. Die machen jetzt nicht so ultra viel Schaden, weil ich will sie einfach nicht anstrengen, weil ich mir nicht hinkomme. Osman trifft sich tatsächlich direkt mit der Rakete. Ja, zünd ich mal an. Oh. Ah, genau, wenn, ihr habt gerade gesehen, wenn ich den Gegner anzünde, dann droppt er ganz viel Schild. Ja, das Schild wieder aufzuladen. Na komm. Nicht so sinnvoll, direkt in die Reihe zu schießen. Ja, genau, so geht es. Also er rennt quasi die Wand, ist dann kurz betäubt und dann schießt ihr hinten auf seinen Schwanz und dann ist er. Ich glaube, wir haben es. So. Tatsächlich hier eine relativ große Arena gewesen, wenn ich schnell haben konnte. Und wir sehen, hier ist, also ich habe zumindest hier, während ich geguckt habe, unfassbar viel Shit gesehen, den man sich freispielen kann. So, wir gucken mal, was gibt's hier alles Spannendes. Also, es gibt hier rechts oben schon mal so eine Plakette zu holen. Die organisieren wir jetzt auch direkt mal. Na? Sie wäre dahinter. Theoretisch. But the question is, wie kommen wir da rein? Da oben ist auf jeden Fall schon ein extra Leben. Schaffen wir jetzt wenigstens das jetzt direkt mal zu. Ja. Hilft uns gerade nicht weiter. Da ist ein Secret, das sehen wir schon. Ist auch die Frage, wie wir da hinkommen. Also jetzt muss ich auch dazu sagen, ja, man darf sich auch teilweise nicht ganz immer so krass irritieren lassen. Nur weil wir hier jetzt gerade nirgendwo so richtig drankommen oder vielleicht nirgendwo dann am Ende richtig drankommen, heißt das noch lange nicht, dass ihr da nicht hinkommt, weil es gibt tatsächlich Tricks, wo dann quasi ihr von der anderen Seite oder von durch ein anderes Gebiet dann eher dran kommt, weil wir sehen ja schon hier, hier gibt es eine Firma, hier ist nämlich quasi, das ist der Gebäudeteil und hier gibt es nämlich einen Weg oder kann man Wege übernehmen, vielleicht ist das der Trick zum Verbrauch, was dann erst da hochkommt. Dann kommt man nämlich da raus. Sicher. Ich habe hier auch irgendwo was übersehen. Nee. Dann gucken wir mal weiter. Wir finden es heraus. Wir werden hier mal Energie laufen. Das ist übrigens ein cooles Feature, muss ich sagen, das es gibt. Finde ich auch
sehr klug implementiert. Hier haben wir zumindest schon mal einen Codex-Eintrag gefunden. Wenn ihr zum Beispiel dann mit einem Secret gerade nicht weiterkommt und euch denkt, na, vielleicht gibt es später irgendwo eine andere Stelle, wie ich da hinkomme, und ihr habt sie quasi übersehen oder es gibt keine und ihr seid schon am Ende der Mission und denkt euch dann, oh, ich habe jetzt keinen Bock, eigentlich nochmal die Mission von vorne zu spielen. Kein Thema, ihr kurz bevor die Mission zu Ende ist quasi, bevor ihr den letzten Boss-Gegner in Anführungszeichen umhaut, kriegt ihr Fast Travel freigeschalten. Kriegt ihr Fast Travel freigeschalten, sodass ihr an bestimmte Stellen in der Map zurückspringen könnt, um dann die Secrets noch zu finden, die euch noch fehlen. Ganz vorbei. Oh nein! Ich hab was. Zu euphorisch. Also damit käme man prinzipiell auf. Die Frage ist nur, was gut ist. Manchmal noch irgendwo spektakulär. Nee. Wir sehen weiter. Könnt ihr übrigens Headshots machen, ja? Hat so ein lustiges Geräusch. My brothers and sisters, let's hope to make our friends transition into their new world a comfortable one. Das hier sind die Waffen-Upgrade-Dinger. Ihr seht, wir haben zum Beispiel bei der Schrotflinte habe ich schon beide Mods. Ich würde mal AR Blast und to charge up energy project that enables and demons and then explodes. Mhm. Destroyer Blade. Aoi, schon ist gut. Genau, das ist jetzt unsere Sekundärfeuerfunktion für die Waffen. Der wir jetzt schießen können. Nein, wir brauchen nicht die Mandole. Sehr gut. Haben wir das auch gefunden. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Genau, es gibt auch, das ist der Witz an der Sache, wenn ihr normal zuhaut mit der normalen haust, das macht nicht wirklich viel Schaden. Oder sagen wir mal, das macht überhaupt keinen Schaden. Je mehr Gegner ihr aber tötet, dann seht ihr unten links über dem Schild, habt ihr einmal die Anzeige bei der 2, das ist der Dash. Ja? Und da rechts daneben diese Faust, die ihr seht, das ist die sogenannte Blood Fist. Und die ladet ihr dann im Spiel, während ihr kämpft, immer wieder auf. Und die macht dann besonders viel Schaden. Warum das war, es hat nie getan. Hier, Weapon Point, genau. Ihr findet später im Spiel, ihr findet im Spiel Waffenpunkte, die ihr dann nochmal in zusätzliche Skills investieren könnt oder beziehungsweise bestimmte Sachen an eurer Waffe verbessern könnt. Jetzt mag der eingefleischte Doom-Fan sagen, muss ich die ganzen Progression und Upgrade-Systeme und so weiter haben? Muss man nicht tatsächlich. Also
Als eingefleischter Doom-Fan würde ich jetzt sagen, muss man nicht unbedingt haben, geht auch so. Allerdings, ich glaube, damit spricht man halt dann schon etwas jüngere Spieler vielleicht an, die eben eher in Zeiten aufgewachsen sind, in denen man einfach sowas in fast jedem Spiel irgendwie drin hat oder in jedem Spiel, ja, ist schon ein Schlüssel, ne? In dem man so ziemlich in jedem Spiel irgendwelche Upgrade-Systeme und sonstiges hat. Und das ist hier tatsächlich, ich finde es nicht störend. Was ist eigentlich da? Ist da einfach nur Leben drin? Ich verstehe. Tada! Tada! Ohne auf die Karte zu schauen. Ja. Das war tatsächlich gerade die antrainierte Dark Souls-Mentalität. Immer umdrehen und gucken, ob hinter einem irgendwas versteckt ist. Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht hin. Ich wollte noch gucken, wo es hier unten weitergeht. Ah, guck an. Das hilft es ja noch immer nicht weiter, dass wir da hochkommen. So. Ein Buff-Totem. Buff-Totems increase the speed and damage of nearby demons. Buff demons will endlessly spawn until the Buff-Totem is destroyed. Melee the totem to remove the buff on the demons. Okay. We will see. Achso, wir sollen das Totem. Wer ist der Totem? Wer ist der Totem? Ist hier der Totem? Nein, hier ist der Totem. Was ist der drin? Aber wie komme ich denn da rein? Der Scherzkekse. Also ihr könnt das Schild auch mit normalen Waffen übernehmen, aber das bringt dann nicht. Alter, bin gleich rot. Steht gerade auf dem Schlauch. Vielleicht alle Gegner töten und dann geht das Ding kurz auf. Ich.
Dann segeln wir einmal. Verstanden, was es jetzt gebraucht hat, bis dieses Ding spawnen, aber naja. Vielleicht war es tatsächlich, musste einfach nur die Viecher, um das zu aktivieren. Also ich war zu sehr darauf fokussiert. Direkt das Totem kaputt zu machen. So, das hier ist ein, sind auch Upgrade-Punkte, die wir kriegen. Hier ist ein Kratos, Prätorianer quasi auf Deutsch, Suit. Das ist unsere Panzerung, die wir anhaben. Und die können wir auch upgraden, wie so vieles andere. So, wir haben ein Schuss, Yellow Walkie. So! Ach, dann kommen wir hier wieder raus. Ich verstehe, aber ich will da auch gar nicht raus, denn wir haben hier noch das ein oder andere Teil übersehen. Nämlich genau, ihr seht hier das Lila, ne? Und da hinten ist tatsächlich, glaube ich, falsch. Da hinten ist noch so eine Upgrade-Dings. Ja, genau, jetzt ist das offen. Upgrading. Wie bin das eingebildet? Hier das auf der anderen Seite. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, das hier ist, kann tatsächlich manchmal ein bisschen bitchy sein. Hier aktiviert man Combat Skill, Combat Challenges. Und ihr seht, rechts oben, das ist eine Anzeige. Die seht ihr nur zur Hälfte, verstehe ich gerade, weil da unser Overlay halt drüber ist. Aber ihr seht da so verschiedene eingefärbte Punkte. Das ist die dämonische Infestation, die wir gerade in dem Level haben. Und die roten, wo ihr jetzt seht, dass ein Teil schon grün geworden ist, hier diese, das sind diese roten Areale. Wenn wir die fertig machen, dann schalten wir da Punkte frei. Und für jedes Areal, was wir quasi befreien, kriegen wir einen Waffenpunkt, mit dem wir dann die Waffen aufrüsten können. Dann seht ihr, hier, ah, genau, hier sieht man es ein bisschen besser. Dann seht ihr hier diese lilanen Sachen. Ja, das ist jetzt hier so Challenges, die ihr machen könnt. Und wenn ihr die schafft, kriegt ihr da auch hier diese Weapon Points. Und dann gibt es normalerweise in jedem Level oder in den meisten Leveln ein sogenanntes Slayer Gate. Und Slayer Gate ist der Shit im Spiel. Das ist quasi ein extra Bereich, den ihr freischaltet, wo ihr reinnennt. Das ist dann einfach nur eine kleine Area, wo unendlich viele Gegner spawnen. Und es geht einfach nur 2 Minuten, 3 Minuten ab wie Sau. Und wenn ihr die quasi schafft und überlebt, dann kriegt ihr dafür auch nochmal Weapon Points. Mit denen ihr dann eure Waffen. Ja. So. Genau, wir werden jetzt hier mal das machen. Ich habe tatsächlich beim letzten Level, als ich das gefunden habe, habe ich tatsächlich 10 Versuche gebraucht, weil die Zeit so knapp ist. Genau, ihr seht jetzt. Ihr dürft zum Beispiel, das ist der Fehler, den ich dann mal mache, ihr dürft nämlich eigentlich, ja, wir haben es nicht geschafft, ihr dürft nämlich eigentlich zum Beispiel die Glory Kills nicht machen. Weil mit den Glory Kills verbraucht ihr zu viel Zeit. Und wie ihr seht, wir haben fast keine Munition mehr. Deswegen holen wir das gleich nochmal und werden als erstes eine Granate schmeißen. Dann werden wir uns jemanden nehmen und werden ihn zersäbeln und ihn wieder zurück. Dann gehen wir über die Teleporter durch. Ah, wir sind noch einmal zu lang dran. Okay, das heißt, wir nehmen mal. Was für eine Waffe nehmen wir hier? Wir probieren jetzt mal einen Raketenwerfer.
Wichtigste ist, dass ich die beiden verbinde. Und da haben wir es, siehst du. Also es ist tatsächlich oft einfach nur ein bisschen Trial and Error. Rauszufinden, was für Gegner kommen und dann eben rauszufinden, welche Waffen sind da am optimalsten für. Und dann geht das schon. So, damit haben wir die Combat Challenge gemacht. Jetzt gibt es da drüben noch so ein komisches Upgrade-Ding, was ich noch suchen will. Was ist das da? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da am besten rein? Kommen wir da Also oft hilft es tatsächlich, wenn ihr dann hier an so Dingern dran steht und nicht weiter wisst, so ein bisschen immer ins Level reinzugucken, beziehungsweise hier reinzuschauen und zu gucken, ob ihr irgendwo seht, von oben, von unten. Und hier seht ihr, da ist ein Loch, das heißt, wir kommen da von unten hier rein. Nein. Nett gedacht. Wie wir hinkommen. Na gut, aber vielleicht. Mal gucken. Vielleicht finden wir eine Lösung. Wir müssen hier wieder. Das hier, es sind Runen. Ja, ihr könnt immer drei Runen aktiv haben, glaube ich. Und ich habe jetzt die Rune aktiv. Hier, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich aus einer größeren Distanz in diese Glory Kills reinrenne. Dann habe ich hier eben, wenn ich einen Glory Kill mache, werde ich schneller. Und das ist gerade Greatly Increased Movement Control in the Air. Das, wie gesagt, war bisher semi-hilfreich. Mal bin ich dadurch abgestürzt, mal nicht. Ich würde als nächstes mal Perform Glory Kills faster machen. Ja. Ich guck mal ganz kurz, Entschuldigung, ich guck mal ganz kurz, was jetzt hier im Chat abgeht, bevor wir weitermachen. Ich glaube, da gab es was mit einem Marketing. Kopfstoß hat recht, es gibt im Warhammer 40.000 verschiedene Titanen, aber ich meine natürlich hier die. Was ist die größte Klasse? Ich habe ihren Namen vergessen. Ich kann mich nur erinnern, der eine Titan heißt, der eine bekannte Titan ist die Dies Irae oder so. Irae, Dies Irae, weiß ich nicht, die auf jeden Fall in der Horus Heresy auf Seiten von Horus gekämpft. Genau, ist das von, du hast recht, es gibt die, genau, Lucius Blade, vielen Dank, das ist die Dies Irae, danke. Und die meine ich war die größte, was, ist es dann die Emperor Class, also die größte? Ja, Itcherson sagt, es gibt in der Fortress of Doom, das ist quasi unser Hauptquartier, in das wir immer wieder kommen, gibt es einen Trainingsbereich, der sehr witzig ist, weil wenn ihr in den Trainingsbereich geht, läuft nämlich ein bestimmtes Lied aus Doom 2016, das meiner Meinung nach immer das geilste Lied im ganzen Spiel war zum Kämpfen, und man kann dann gar quasi so Trainingskämpfe machen, um neue Waffen auszuprobieren, seine Skills auszuprobieren und so weiter. Und das hat tatsächlich einen ziemlich witzigen Namen, aber mir fällt er gerade auch nicht mehr ein. Aber der ist sehr unterhaltsam. Konstantin Prime sagt, ich finde Doom schon ziemlich ekelhaft. Ja. Aber so sind halt auch Splatterfilme, sind ekelhaft und machen trotzdem Spaß, genau deswegen.
mal schnell auf Eistee wechseln, nachdem ich den vorhin etwas übereifrig noch aufgemacht habe und jetzt gar nicht brauche, glaube ich. Ja. So, wir machen weiter. Schon wie sehr ich die Super Shotgun einfach machen wollte. Ist mir wohl die Munition ausgegangen? Ist ein bisschen hässlich, dass jetzt zwei von denen. Nein, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber das ist verständlich. Nichts falsch. Technisch, wenn die Waffe reagiert, er wechselt. Was bist du denn? Ist das, was ich vermute, dass es ist? Ja, es ist eine Art von Squad Damage. Nein, doch. Guck, der Dämon ist zum Beispiel zu stark dafür. Jawohl. So. Auch hier wieder selbes Problem. Hier sind ein Haufen Sachen versteckt. Wir können müssen wieder. Was ist das hier eigentlich?
meine, wir haben ein grundsätzliches Munitionsproblem gerade. Öffnen wir hier dadurch zusätzliche Tore. So, nehmen wir das. Sehr schön. Also, ganz da oben. Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen das Gefühl, dass wir die Hälfte aller Secrets umgehen lassen, weil ich mir immer denke, da gibt es bestimmt später einen Weg rüber und dann ist es auch kein Weg rüber. Sometimes just needs a little push. And here at the UAC, we push hard. Was bist du denn? Ach, du bist unsichtbar. Das Hand. Wir haben ein Sentinel Crystal gefunden. Nochmal was zum Upgraden. Genau, Repertorium. Danke, jetzt schon. Ein Repertorium heißt das, der Trainingsraum. Sehr witzig. Genau, also ihr könnt hier, kriegt ihr dann so Crystals, die ihr hier reinstopfen könnt. Und der Witz an der Sache ist, ich finde tatsächlich die Fähigkeiten, die man hier bekommt, gar nicht so spektakulär. Viel wichtiger ist, dass je nachdem, ob man jetzt hier Leben, Munition oder so macht, steigern sich hier Health und Ammo. Und ich habe tatsächlich immer alles genommen, wo Ammo mit dabei ist. Denn das finde ich am nervigsten, wenn einem in den Kämpfen die Munition ausgeht und man dann erstmal rumrennen muss und irgendwie Munition zu finden. Deswegen habe ich jeweils die genommen, wo ich Leben bekomme und Health. Weil wenn man den Standard Glory Kill macht, kriegt man Health zurück. Dementsprechend ist es nicht schlecht, viel Health zu haben. Und unter dem Aspekt, wenn wir jetzt Resource Drops pull, genau. Und wenn ihr jeweils links und rechts davon quasi ausgebaut hat, kriegt ihr den Skill, der in der Mitte steht. Das ist jetzt alles aber, naja, nicht, für mich finde ich jetzt nicht so spektakulär. Aber wir wollen mehr Muni haben, deswegen nehmen wir mal das hier. So. Und jetzt seht ihr, haben wir ein weiteres Dingsieber. Und jetzt haben wir ein höheres Munitionslimit quasi. Heart of the nest. It has taken root in this facility's main power generator.
Reactivating the generator will destroy the nest. Wir haben wollen, natürlich. Ich gehe mal davon aus. Ja, da gibt es wahrscheinlich einen Schlüssel für. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Hier wäre ein Durchgang mit rotem Key, den wir nicht haben. Das ist abgesperrt. Gut. Wir haben einen Red Suit. The Red Suit protects the player from toxic slime and toxic water, but it degenerates over time. Recharge Red Suit by finding Red Suit refills or another Red Suit. Okay. Das heißt, sie müssen jetzt unten durch die Suppe durch. Sehe ich das richtig? Was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier hinter ist ein Encounter, zu dem wir gerade nicht hinkommen. Die Karte sagt, dass hier ums Eck rum. Und wer auch nicht hinkommen, weil hier zu ist, ein Upgrade-Punkt für unsere Rüstung wäre. Das ist ja eigentlich schon fast was für ein Format. Geht es jetzt unten weiter oder geht es oben weiter? Sehr gut. So, dann geht es hier nicht raus. Schade. Ist halt so. So kann man das natürlich auch ganz geschickt machen, um möglichst wenig unten in der Soße rumzulatschen. Zu vermeiden mit dem Gift. So. Ich finde, das haben wir gerade ziemlich gut gemacht. Don't be afraid. Once your soul has been consumed, your fear will cease to exist. Ein Spezial-Combat-Encounter. Das sollen wir doch gleich mal machen. Und dafür machen wir den Raketenwerfer. Mal gucken, was wir tun müssen. Ja gut, dann wollen wir es nochmal probieren. Und dann runterspringen.
wieder den Fehler gemacht, normalerweise soll man keine Glory Kills machen. Nein! Ach komm, was soll der falsche Geist? Nehmen wir mal das große Geschütz. Verstehe. Super. Ach so, weil wir kein Ding mehr haben. Mir gerade noch immer nicht weiter, wo wir eigentlich hin wollten, sollten, müssten. Gain access to the heart of the nest. Teilweise ein bisschen tricky, finde ich, dass man gucken muss, dass man hier, finde ich, sieht man das jetzt nicht unbedingt, dass da eine Wand zum Dran raufklettern ist. Deswegen haben wir jetzt auf die Karte geguckt und ihr seht, das ist hier grün eingezeichnet. Naja. Ideal. So, wir haben den roten Key. Das haben wir gefunden. Allerdings kommen wir noch mal nicht hier ums Eck rum so richtig. Ah, doch, jetzt. Neue Waffe. Tja, das war. Dann würde ich sie auch direkt ausprobieren können. Naja, das ist semi-effektiv. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Neue Waffe ist immer gut. Oh. Fertig, sehe ich gerade. Ja gut, wir machen hier jetzt wahrscheinlich noch den einen Encounter und dann müssen wir das Ganze beenden. So langsam aber sicher.
restored. The second control terminal still requires activation to destroy the nest. I'm unable to open the door to the second terminal at this time. Natürlich. You'll need to find an alternate route. Ist die Frage, alternative Route von hier oder alternative Route von hier? Ask not what we can do for you, ask what you can do for us. So, jetzt haben wir die Automap acquired und wenn wir jetzt rauszoomen, ja, seht ihr, haben wir quasi gleich mal das komplette Areal freigelegt. Und ihr könnt auch einen Skill zum Beispiel euch ausbilden. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einen Skill ausbilden, der euch schon alle Secrets dann auf der Mini-App zeigt. Nehmen wir mal nicht das neue Ding. Was haben wir? Mobile Turret Energy Shield. Ich finde Mobile Turret ja tatsächlich ganz witzig, auch wenn man es dabei wahrscheinlich nicht so richtig bewegen kann. Ups. Genau, wir machen hier die Arena jetzt hier noch fertig. Und dann beenden wir das Ganze auch für heute. Leider. Dünn. Muss heute leider. Ups. Bin ich tatsächlich rausgegangen. Zieh dich in die Lava rein. Achso, ich bin auch mit der Versuch, mir das tut. Wo auch immer es sich versteckt hat. Tada! Also da nicht so einfallen. Es sieht so ein bisschen aus wie der Sanddämon, wie das Sandviech in Rückkehr der Jedi. Ah, hier ist es. So.
dachte schon, wir sind zu kurz gesprungen. Haben wir jetzt alle? Es greift uns aber auch keiner mehr an. Naja, in diesem Sinne machen wir hier dann mal einen Cut und beenden das Ganze für heute. Liebste, 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 aller, allerliebste Community, meine Damen und Herren. Ich habe die falsche Maus, ich sollte vielleicht hier rüber gehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Eindruck von Doom Eternal bekommen. Meiner Meinung nach bis jetzt das beste Spiel diesen Jahres. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das auch zwar Ego-Shooter jetzt kein sehr spezielles Genre ist, aber ich glaube, im Ego-Shooter-Bereich schon ein besondererer Titel ist, der wahrscheinlich auch nicht jedem gefällt, vielleicht eben auch die Generation, die eben hier mit Call of Duty und so weiter groß geworden ist, kann vielleicht mit dem der ein bisschen oldschooligeren Prinzip vielleicht nicht ganz so viel anfangen, ich weiß nicht. Aber ja, es ist ein brillantes Spiel, das mir unfassbar viel Spaß macht. Kann ich nur empfehlen für jeden, der vielleicht gerade zu Hause versauert und sich denkt, scheiße, wie soll ich meine Zeit noch rumkriegen? Das ist eine Option, die ich euch ans Herz legen kann. Damit habt ihr auf jeden Fall mal um die 15 Stunden beste, sehr gewalttätige Unterhaltung, würde ich behaupten. Haben wir noch irgendwas im Chat übersehen? Mit deiner Mitgliedschaft... Sag vor sich ja schon mal tschö, aber dann sind wir einen schönen Abend noch. Bam, bam. Schönen Abend, Benni, und pass auf dich auf. Ja, werde ich tun. Ihr auch. Ja. Wie gesagt, ich habe es eingangs des Streams schon erwähnt. Bleibt alle, wenn möglich, zu Hause. Chillt, entspannt euch, erholt euch, wie auch immer. Hände waschen nicht vergessen, Abstand halten und dann wird das hoffentlich auch in absehbarer Zeit alles wieder in eher etwas normalere Bahnen gehen. Genau. Wunderbar. Das war's. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Nicht mehr Dienstag, nein. Nächste Woche Montag. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wie gesagt, die normalen Stream-Geschichten von uns sind alle noch am Laufen. Die werden natürlich dann eingeschränkt stattfinden von zu Hause oder es wird nur einer hier sein, wie auch immer. Otaku-Cast, glaube ich, ist abgesagt gerade. Der nächste ist dann, meine ich, in 2 Wochen oder 3 Wochen, irgendwie sowas. Genau. Ja, Gewinnspiele, ganz kurz runterscrollen und unten könnt ihr an unseren ganzen Gewinnspielen teilnehmen. Und ich glaube, das war's jetzt. Spielt Doom Eternal. Grandioses Spiel. Grandioser Soundtrack. Mega fett. Genau. Bis dann. Schönen Abend noch. Und gesund bleiben. Tschüss.